fühlen sich mathematische Beweise für Sie an? Wie will ich das beschreiben? Also ich sag jetzt mal was anderes. Es gibt ein Krimi von der Agatha Christie. Die hat viele Krimis geschrieben, aber einer ist so viel besser als alle anderen, und ist so unbekannt. Und der Krimi ist so gewesen, dass man bis zur vorletzten oder letzten Seite liest und man weiß nicht, was passiert ist. Und mit einem Moment, man kommt da an und plötzlich ist alles klar. Und vorher ist man total in der Schwebe. Und das ist, glaube ich, bei solchen Beweisen manchmal, dass sozusagen das Zusammenfügen der Argumentation ist unübersichtlich. Man fragt sich, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Und plötzlich sieht man meistens schon einen Moment, bevor es gesagt wird, sieht man, wie sich das alles zusammenfügt. Und dann sagt man, ach. Also natürlich sagt man es nicht wirklich in der Vorlesung, aber man sieht dann, wenn man vorne steht, manchmal auch in den Augen der Studierenden so ein Blitz, manchmal kurz bevor man das entscheidende Argument sagt und bei den meisten kurz danach. Aber man sieht es trotzdem. Mein Name ist Rainer Lauterbach. Seit 1998 bin ich als Professor für Mathematik an der Universität Hamburg. Meine Hauptforschungsinteressen liegen in den Bereichen der nichtlinearen Analysis und der dynamischen Systeme.